Ja, und dann gehen wir doch gleich mal in die Schlacht. So. Wir kämpfen gegen die starke britische Infanterie und auch Artillerie und Kavallerie. Aber ich denke, da wir eine große Masse an Artillerie haben, können wir seine Infanterie schnell, das hoffe ich zumindest, schnell zusammenschießen. Das ist bei der, also gegen einen KI-Spieler, gegen einen Computer immer etwas einfacher natürlich als gegen einen Menschen. Trotzdem muss ich sagen, ist die KI in diesem Spiel häufig auch sehr gut drauf. Versucht einen zu umrunden, versucht einen fallen zu stellen, in die Flanke zu fallen und so weiter. Ja, Wellington hat als etwas minimal schlechterer General seine Truppen zuerst aufstellen müssen. Das ist hier in dem Spiel immer so. Der General mit den weniger Sternen stellt seine Truppen zuerst auf und der mit den mehr Sternen kann dann sozusagen schon mal einschätzen, wo der Feind seine Truppen stehen hat. Und ich sehe viel Infanterie. Eine lange Linie. Hier ist der Wellington himself. Und dann haben wir Mauern, was für die Briten ganz gut ist, da sie sich da gut verteidigen können. Hier auf dem Hügel ist das Gros ihrer Artillerie. Da sie 600 Fuß Artillerie haben, schießen die sehr schnell. Und auch genau. Und hier ist die Kavallerie der Engländer. Na gut. Aber auch wir sind auf einem kleinen Hügel. Ja, wo sind sie denn? Ach, hier, genau. Und ich versuche jetzt meine Artillerie vielleicht erstmal seine auszuschalten. Oder ich gehe in die Mitte der Karte und marschiere frontal auf seine Infanterie zu mit den Dingern. Das mache ich auch. Die bleibt da, wo sie ist. Und die kommt aber dann hier hin. Das erste Mal, dass wir unsere Voltigeure auch in der Schlacht einsetzen. Ja, je größer die Armeen, desto länger dauert natürlich auch die Aufstellungsphase. So. Franzosen. Guck mal her. Na. Jawohl. Und dann. Die alte Garde ist halbwegs in der Mitte, das ist gut. Weil im Wald sollte sie besser nicht kämpfen. Ich tausche die mal aus. Ich tue die alte Garde mal dahin und die verschiebe ich hier hin. Ja. Die werden wir gleich auch das erste Mal, glaube ich, na, oder eins der, also das erste Mal so bewusst erleben. Und los geht's. Die Artillerie muss erstmal einen guten Punkt haben. Ah, hier ist leider alles sehr hügelig. Fangen wir mal hier an. Also das Terrain hier ist nicht zu unseren Gunsten, das kann man wirklich mal so sagen. Wobei die hier ganz gut stehen. Ja, irgendwie so muss das klappen. Und hier im Zentrum. Rücken wir auch vor. Da ist der Wald. Und da hinten haben wir schon jede Menge feindliche Artillerie. Ich entkoppel mal unsere Kanonen ganz kurz. Und die ziehe ich mal eben fix zurück. Und... oh nein, schon wieder. Das ist mir schon wieder passiert. Ich habe meine Artillerie zu weit vorgezogen und dadurch die ganze Artillerie verloren. Na gut.
Der Rest seiner Truppen kommt auch von hinten schon. Wenigstens können wir jetzt... Da hinten kommt auch einer an. Vorsicht! Ihr geht mal schnell so wie ihr... in Stellung. Es wird sehr hektisch, das weiß ich jetzt schon. Hier ist ein kleiner Vorsprung, eine Art Marktplatz oder was das sein soll. Wenn wir uns hier hinter verstecken, haben wir leichte Deckung. Und hier fetzen wir jetzt voll in die Linie rein. Oh, so können auch Kanonenkugeln sehr gut wirken. Ich schieße mit allem, was ich habe, auf Wellington. Hier hinten steht unsere Kavallerie und greift als nächstes seine zweite seine nächste Fußartillerie an. Und er kann sich dagegen jetzt erstmal nicht gegen wehren. Während wir hier mal... Da ist auch immer schief gelaufen. Ich hoffe, dass wir irgendwie Wellington abmurksen. Hier schießen wir auch mit Kanonenkugeln. Ich lasse diese Front jetzt hier eine neue Haltung einnehmen. Hier ist die alte Garde. Und hier geht es weiter kräftig zur Sache. Wir stehen hier gut in Deckung. Zumindest teilweise. Gut, wir konnten Wellington leider nicht töten, aber er haut ab. Und dass der General flieht, ist für viele Briten auch katastrophal. Oh weia, hier stehen wir unter Linienbeschuss. Das muss ja überhaupt nicht sein. Deswegen gehen wir mal jetzt hier rein in den Nahkampf mit Sturmangriff und hoffen mal, dass die jetzt nicht Karree bilden. Oh je. Man sieht schon, meine Angst vor den britischen Linientruppen ist nicht ganz unbegründet, wie ich finde. Hier machen wir das Gleiche, aber mit mehr Erfolg, hoffe ich. Ja, hier konnten wir irgendwie mehr Bums verursachen. Die Kavallerie schicke ich auch weiter nach vorne, während wir gleichzeitig mit unserer Artillerie weiter kräftig schießen. Mal sehen, könnten die jetzt auch hier in... Ja, ich schicke sie mit den Kartätschen. Unsere Männer fliehen, Sir! Denke, dass die jetzt gleich mit den Kartätschen schießen werden. Jawohl. Das ist übrigens sehr positiv, wenn sie mit Kartätschen auf diese Entfernung schießen. Da machen sie mehr Schaden, als wenn sie... beispielsweise ganz nah dran stehen. Gut, ich schieße wieder mit Kanonenkugeln, das hat mehr Sinn. Wir haben hier irgendwo feindliche Artillerie, sehe ich gerade. Das muss ja nicht sein. Da schicke ich gleich mal unsere Kavallerie drauf. Unsere Männer fliehen, Sir! Und hier haben wir eine tapfere Kanone, die weiterkämpft. Wir haben hohe Verluste. Insbesondere bei unserer Infanterie und Kavallerie. Und hier sind noch 50 übrig. Und jetzt gucken wir mal. Ha! 9 auf einen Streich. Von denen. Und nochmal 5 von denen.
Die französische Artillerie lädt ja noch schneller nach als die anderen. Ja, hier können wir, glaube ich, auch jetzt mal... Warte mal, ihr nicht, ihr nicht. Nur die alte Garde. Wenn ich die alte Garde jetzt hinschicke, hauen sie sofort ab, glaube ich. Wegen Angst vor erschreckender Einheit. Das kommt gleich. Jetzt, eine vernichtende Salve, bitte. Die war nicht schlecht. Oh, hier geht leider viel in den... ins Gras. Ah, Mist, da habe ich nicht aufgepasst. Schicke ich auch mal näher ran. Das, was übrig ist von unseren Truppen, geht jetzt hier in den Nahkampf, aber... Das ist ja auch nicht so viel. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Hier müssen wir uns... gegen heftiges Flankenfeuer erwehren. Erstmal kriegt ihr ein Feuer. Bloß nicht schießen, dann können wir feuern drauf. Die sind auch gut dabei. Ja, unsere Chasseurs Archival haben heftigste Verluste zu verkraften gehabt, die ganze Zeit schon. So, ihr könnt jetzt mal abrotzen hier. Die alte Garde ziehe ich auch nach vorne. Ich hoffe, dass sie hier rechtzeitig rankommen. Erschreckende feindliche Einheit, genau. Und jetzt kommt aber auch schon unsere Artillerie. Und Feuer. Oh ja. Und hier hinten nochmal alte Garde drauf. Die hauen jetzt alle Briten ab. Ja. Sehr gut, wir haben gewonnen. Das sehe ich auch so. Ich will gleich mal gucken, welchen Anteil die einzelnen Truppenteile an dem Sieg hatten. Ich glaube, dass... ja, wir haben... Er hat 1814 Verluste zu beklagen gehabt und wir nur 369. Das ist ungewöhnlich. Und davon, von uns war fast ein Drittel Kavallerie.